In der letzten Folge ist volle Bude ausgerastet. Bestimmt. Da war nämlich einiges los. Echt? War ich dabei? Das ist halt echt ärgerlich, dass das jetzt der Zuhörer, der gemeine, oder auch der freundliche, das besser weiß als wir, weil das für den eine Woche her ist und für uns einfach 7000 Jahre. Richtig. Dementsprechend lassen wir doch das Intro vom Zuhörer machen. Wir haben jetzt einfach 5 Minuten Ruhe. Dann macht er sich sein eigenes Intro. Finde ich voll plausibel. Also okay, warte. Geht los in 3, 2, 1, go.
Hast du gut gemacht. Viel Spaß und bleib geil. So, ich überlege mir gerade, ob ich mit dir was Sinnvolles machen kann. Also, kann ich. Aber da war noch dieses Wettsaufen mit Zwiebel. Wenn ich was Ernstes mache, wird das ja wieder nichts. Ja, aber wenn wir jetzt ernsthaft wenn wir jetzt das machen, dann kriege ich ja wieder aufs Maul, dann werde ich ja wieder unter den Tisch gesoffen. Junge, diesen 1,56 Meter groß oder so, was willst du denn? Ich sehe, Kavan sieht das auch so, aber ich sehe das kommen. Ich sag mal, ich habe mir vielleicht Gedanken gemacht zu diesem Thema. Sehr gut. Ne? So, wie mache ich das jetzt am besten? Pass auf. Du befindest dich mit Mischa. Mhm. Auf dem Weg zu einem anderen, nennen wir es mal Motorradclub. Nämlich den Bones in Donskoy. Das sind so ein paar Flaschen, die Jojo mal irgendwann so halb angeschleppt hat. Das ist keine richtige Gang. Die haben alle richtige Jobs und machen da eher nebenbei so ein bisschen was. Und in dem letzten großen Ding da, wo es ein bisschen gerumpelt hat in der Stadt, also bei dem Gangkrieg, da brauchen die vielleicht ein bisschen Unterstützung, damit sie nicht zermatscht werden. Das sind nicht die Hardcore-Kriminellen. Aber es ist besser als nichts. Deswegen hat man mit denen ein paar Beziehungen am Laufen. Auf jeden Fall erfahrt ihr dahin, weil nämlich die Ome treffen hier beten haben. Oh. Ganz entspannt. Oh. Kommt sie dort an. Es wirkt ruhig. Ruhig? Das ist schon mal schön. Das stimmt. In der Tat ist es ja nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern es ist fucking Donskoy, das heißt eigentlich sind überall Leute und laut überhaupt. Die Leute halten sich eher fern. Es ist nicht so, als wäre keine Seele draußen, aber es ist schon echt wenig los. Ich sag mal so, ist gut. Ich halte trotzdem die Augen offen, denn man muss ja aufpassen heutzutage. Zeig mich ja mal Wahrnehmung. Ja. Habe ich. Mit den Googeln. Mit den Googeln? Ja. Krasser Shit. Hin und wieder kann ich das. Hä? Wahrnehmung bist du immer gut. Gut. Und zwar siehst du, du siehst ein, zwei abgestürzte Drohnen auf dem Parkplatz. Das sind so Rotordrohnen von der Größe eines Viertelbierkastens, also auch ohne Bewaffnung oder so ein Shit. Wie man sie eigentlich benutzt, um Dinge zu... Hier zum Beispiel so, das sind die Art, wie man auch Fensterputzdrohnen machen würde. Fliegende. Bloß halt ohne, dass die an sie gerät und den Arm da dran. Okay. Und die sind einfach abgestürzt da. Na, also die... Du siehst jetzt nicht den Grund, warum sie das getan haben sollten. Aber sie liegen zerborsten auf dem Boden. Also quasi haben sie die abgeschossen. Interessant. Es könnte auch sein, dass da irgendwas anderes war. Ein Luftzug. Eine Sturmkrähe. Oder so, ja. Gut, ich halte das mal im Hinterkopf. Gut. Mischa ist ja neben mir, ne? Ja, der dreht gerade eine Origami-Tüte. Jo, gut, dann stupse ich den mal an. Weißt du, warum die über ein Treffen gebeten haben? Nö, keine Ahnung. Wundert mich nur halt, weil da hinten, ne? Ganz ein Drohnen auf dem Boden. Das ist eine Verschwendung. Das gute Zeug. Okay, Frischling. Wichtige Regel. Du wirst nicht fragen, ob du die Teile mitnehmen kannst. Ach. Man weiß ja nie. Dann habe ich mir schon gedacht, du. Das ist deren Kram. Ja, das aber ist Verschwendung, wenn das hier draußen rumliegt bei euch. Da würde ich mir schon mal ein bisschen Wasser voll mitnehmen. Ich meine ja nur. So klein war es gerade. Nee, es war eigentlich eher so, entweder gibt es hier Probleme. Oder aber
Das ergibt doch keinen Sinn, die Dinger draußen liegen zu haben. Meinst du nicht auch? Keine Ahnung, ergibt es den Sinn, einen Schlafpanzer vor der Tür stehen zu haben? Ja, denn da schläft ja jemand drin. Oder was? Also. Und der ist ja nicht draußen, sondern drin. Quasi. Nee, der steht schon draußen. Vorplatz. Achso. Der ist auf jeden Fall nicht kaputt, ne? Das stimmt. Ja, was weiß ich, muss mich jetzt nicht interessieren, wir gehen da jetzt rein und klären die Sache. Gut, gut. Machen wir das. Joa, steigt aus, streckt sich. Achso, wir sind auch im Auto, dann check ich vorher meine Waffe. Na klar, die Waffe ist am Start, hier laden, entsichert nicht, aber ist alles in Ordnung. Sehr gut. Das ist so die übliche Routine halt. Ja, na klar. Bevor man aussteigt, um zum Beispiel mal ein Käffchen zu trinken, erstmal Waffe gucken. Na sicher. Natürlich. Allzeit bereit. Gut, ihr steigt aus, geht dahin. Seid da. Er wird dann vor der Tür rumstehen, da kurz in die Kamera winken. Kurz warten, missmutig gegen die Tür treten. Ist ein bisschen still hier, oder? Lass mal aufteilen. Das ist das Letzte, was man so hört. Du rechts, ich links und dann guck mal, was da hinten los ist. Okay, dann kriege ich auch eine Subscription zu deinem... Ja, hier. Sehr gut. Du meintest eine Bildverbindung-Subscription, ne? Ja. Yep. Okay. Du hast zu deinem Channel subscribed. Super. Gut. Sekunde, ich muss kurz ein Bier öffnen. Das wagt er mir zu sagen, wo ich kein Bier habe. Das ist nicht mein Vergehen, das ist deins. Und ich habe mir das redlich verdient. Ich habe es gefunden und jemandem gestohlen. Also was willst du denn noch? Warum tust du das? Oh ja, das ist schon gut, Schal. So wie es mag. So wie es muss. Oh ja. So, also ihr geht ums Haus. Du darfst nochmal kurz ein Wahrnehmungspröbchen machen. Auf. Hören. Ui. Das ist ganz schön gut. Mhm. Das ist ja übel krass. Das hab ich auch gedacht. Sehr gut. Du hörst ein vertrautes Geräusch, das du gerade noch rechtzeitig einordnen kannst, bevor du auch siehst, wie Misha umkippt. Also nicht direkt umkippt, sondern eher so an der Wand runterrutscht. Also aus seinem Blickfeld halt. Weißt du noch Weihnachten vor ein paar Jahren? Weißt du nicht mehr? Moment. Was? Hat man ihn gerade niedergeschossen? Nee, der rutscht runter. So dieses Geräusch, was du hörst, als du bemerkst, dass er runterrutscht, ist ein Geräusch, was du wieder erkennst, gerade noch rechtzeitig, um selektive Geräuschfilter zu activaten. Weißt du noch diese Chilltiere? Ja, richtig, ja. Bitte. Chilltiere. Okay. Ja, ich zieh meine Waffe. Und was waren das? Irgendwelche Rattenschweine oder sowas, ne? Mhm. Und gehe ganz schnell in Richtung Micha. Ja, der sitzt da an der Wand und grinst so ein bisschen glücklich. Mit Händen hinterm Kopf so. Ja. Hm. Jo, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Mach mal bitte ganz chillig deinen Dingsbums an, deinen Geräuschfilter. Und ich sehe nach woanders hin ab. Ich suche diese Viecher. Jo, Mann, Alter. Pff, warte. Boah, ich glaube, den habe ich zu Hause liegen lassen. Du siehst, dass er die Dinger in den Ohren hat. Nee, die hast du in den Ohren. Boah, mach sie einfach an. Oh, Mann, Alter, chill dein Leben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn falsch?
Ist nichts falsch, alles ist easy. Es wäre nur cool, wenn du sie ihm kurz einmal anmachst. Mann, es ist schönster Sommertag. Lass mich da einfach mal ein bisschen hier sitzen. Mach die verdammten Dinger an. Hey, hey, hey. Wie gesagt, ich sehe halt Rücken zur Wand. Hm. Sichere ich den mitgezogener Waffe und ich suche diese Viecher. Okay, na, auf der Seite nicht. Auf deiner Seite auch nicht. Ich könnte jetzt eine Skizze malen, aber es ist halt ein Haus mit vier Seiten. Du kamst von vorn, dann seid ihr beide außen rum, da war nix, jetzt bist du auf seiner Seite, da ist immer noch nix. Es gibt eine Seite, die du noch nicht abgesucht hättest. Und das Haus ist jetzt nicht so überlang, also du hast ihn auf jeden Fall noch in Sichtweite, wenn du da mal kurz an der Ecke spazierst und in der Ecke lugst oder so. Ja, ich zieh den weg, so Richtung Auto. Weg von hier. Alter, das könnte bestimmt wehtun, Mann. Ja, ja, ich zieh den weiter. Das ist nur seine Aussage. Ich weiß. Ja, ich meine, du musst dich ganz schön anstrengen. Ist auch ein Ork. Oh, ja, genau. Ich versuche das auch mit einer Hand, sodass ich eine Hand an der Waffe habe. Ja, naja. Also ich sag mal, die Hälfte des Weges kannst du das machen. Gut. Dann wechsle ich die Hände und mach das mit der anderen Hand weiter. Kluges Kind. Na gut. Ist am Auto. Ist der Sound immer noch, also ist der immer noch so geschillt? Ja, aber das hielt ja eine Weile an. Also du kannst ja abfragen, ist Geräusch noch da? Wird das noch blockiert? Nein. Gut. Ich mach dieses Auto auf und den da reinschieben wird schwierig, wa? Naja, du kannst ihn ja einfach dort quasi so absetzen. Der will doch nur in Ruhe lassen, während man. Ja, setz dich da mal rein, das ist viel bequemer. Mann, Alter. Boah. Irgendwas ist mir wer, als wäre da was. Ja, wirst du wieder bei dir? Mir ist ein bisschen schwindelig, aber sag's nicht weiter. Okay, du hast in deiner Audioaufzeichnung ist ein Geräusch von vor ein paar Minuten. Dieses Geräusch blockierst du jetzt. Ist so viel Geräusche da drauf, dann mach du das halt. Er gibt dir sein Comming und Rechte. Ja, ich mach das. Easy. So, dieses Geräusch macht, dass du chillst. Und zwar übelst. Er konnte sich noch an alles erinnern, ne? Oder gab's auch Gedächtnisverlust bei dem Scheiß? Das war so, dass man sich dann, glaube ich, nach und nach wieder an alles erinnern kann. Du brauchst halt bloß mal ein bisschen, um dann wieder vollends da zu sein. So. Dieses Zeug wird von Kruppzeug, irgend so ein Viecher waren das, verursacht. Ich kannte auch mal den Namen. Egal. Viecher. Jo. Die schreien einen quasi so, also die machen so ein komisches Geräusch und dann chillst du. Es ist ziemlich entspannt, aber ziemlich kacke. Okay. Ja, da kriegt man direkt Kopfschmerzen jetzt, wenn man so weg ist. Nice. Richtig. Das ist, du wärst hier auch einfach stumpf erfroren. Es ist outgame, ne? Tatsächlich Sommer. Ach ja, richtig. Das sind ja einfach mal. Ja, du wärst direkt erfroren, sag ich, in dieser Sonne. Scheiße, Alter. Mann. Nee, also, wir müssen aufpassen. Es kann natürlich sein, dass, wenn die hier in der Nähe sind, unsere Jungs da drin, auch ein bisschen gechillt sind. Ja. Also, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Er kramt kurz im Handschuhfach, zieht sich eine schöne Nase Speed, nein, denn nischt hebt Chillen auf wie Amphetamine. Ampel! Genau, dann bietet ihr dir auch ein Näschen an? Ja, danke. Bist du sicher? Das macht dich immun. Ich hab das rechtzeitig gemerkt, ich hab da einen Geräuschfilter drin, alles gut. Na gut, okay, Attacke. Wir gehen erst außen rum. Da ist eine Hintertür. Okay, wenn die Viecher da sind, so, die sind relativ gechillt, aber sind auch nicht gefährlich, außer von dem ganzen Scheiß hier, dass die so komische Geräusche machen. Na, wenn wir es sehen, schießen wir es weg. Okay. Ich packe dann einen Schalldämpfer oben drauf. Wir sind ja mitten in der Stadt. Naja, das macht man doch so, das gehört zum guten Ton. Das ist sonst Ruhestörung. Genau. Das wäre schon ungechillt. Juti, wir gehen um das Haus. Juti, da ist, was man halt auf so einem Hinterhof erwartet, aber keine Menschenseele und auch keine Flumme, jetzt wo du da bist. Wie hießen denn die, was waren das für Viecher, die Chillviecher? Irgendwelche Ratten, ne?
Beutelratten waren das. Oder Opossums? Nee. Nee, es waren Beutelratten. So sophisticated wie Opossums wäre ich nie gewesen. Das war auf jeden Fall. Der geneigte Zuhörer wird das wissen. Sicher, ist ja auch nicht lange her. Auf jeden Fall ist da hinten nichts, außer diese Tür, wo ihr euch jetzt sicherlich langsam hinbewegen werdet. Das ist 2 Jahre her. Ist ja nicht lange. Beziehungsweise davor und das allerletzte Mal mit ihnen zu tun hatten wir auf dem Campingplatz. Nein. Nee, auf dem Campingplatz hatten wir es nicht, ne? Nein. Okay. Dann ist es 2 Jahre her. Auf jeden Fall würde dann hier schmeidig runterzählen, bevor einer von euch lappende Tür einlatscht. Also ich? Das ist mir eigentlich relativ gleich. Hauptsache, du klemmst den Fuß dazwischen, damit sie dir nicht wieder ins Gesicht fällt. Und ja, dann wirst du quasi eines der Räume dort ansichtig. Da sind so ein paar Chillviecher auf dem Boden und fressen aus einer großen Schüssel irgendwelchen schleimigen Scheiß, den die halt brauchen. Sehen schon relativ hungernd aus. Enzo liegt auch schon tot in der Ecke. Und ansonsten hast du halt echt ganz schön viele tote Menschen. In Kutten und so. Okay, tot durch extern oder tot durch chillen? Ich sag mal, Teile der Gehirne chillen woanders als der Rest. Ich würde schon sagen, man könnte das durchaus als Massaker bezeichnen, ja. Gut, ich schieße nicht auf die Dinger. Der Typ macht, Micha schießt sie alle. Es ist ja auch nicht so, was ihn natürlich anfangs sehr verwundert, dass wenn er eins da schießt, die anderen irgendwie wegrennen. Die erwarten ja seelenruhig ihr Ende. Ja, ja. Wir verziehen uns. Wir verziehen uns. Geh! Ich mach kurz noch einmal einen Rundblick. Also, ne? Ohne mich wirklich von der Stelle zu bewegen. Einen Rundblick, so dass meine Kamera das aufnehmen kann, damit ich mir das gleich in Ruhe nochmal angucken kann. Ja. Und dann komme ich mit. Ja. Das ist schlecht. Wir fahren jetzt erstmal einen kleinen Umweg, würde ich sagen. Wir fahren auf jeden Fall einen Umweg und ich schaue mir mal kurz das an, was meine Augen gerade gesehen haben. Okay. Sah nicht so aus, als wäre das irgendwelche Kampfspuren oder irgendwelche, jemand ist noch versucht zu, hat noch versucht, ist noch versuchte zu flüchten. Sondern die waren alle in chilliger Position. Ruhiger Position. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, fuck. So, wo hast du die Viecher schon mal gesehen? Du weißt doch, dass ich gerne mal jagen gehe. Was ist das für eine scheiß Ansage, Mann? Und wo rennen die Viecher rum? Die Viecher, was haben wir rausgefunden damals? Sind speziell gezüchtet, können ohne ein gewisses Nahrungsmittel überhaupt nicht überleben und waren nur in dieser als Sicherungsmaßnahme von Evo war das, glaube ich, hat die gebaut, ja. Also, ne, da dachte ich mir das so, also das sind Evo-Sicherheitskritter, die werden speziell gezüchtet und können halt nur über Spezialnahrung ernährt werden, also das ist schon schwierig, da ranzukommen. Na gut, wir machen jetzt die Comlinks aus, fahren die Karre irgendwo hin und lassen ihn erstmal stehen, nehmen alles mit und fahren den Rest mit Öffis. Jo. Wir sollten auch die Audioaufzeichnung an unsere Jungs geben, dass sie die automatisch sperren, wenn wir zurück sind. Wir machen das erstmal nicht über die Matrix. Ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Weil das war ganz schön. Wenn jemand noch mehr Zugriff auf solche Viecher hat, dann wird das nicht witzig. Gegen den Scheiß kannst du dich nicht so gut wie nicht wehren, wenn du keine Ahnung davon hast. Und wie ist da so die Reichweite? 15 Meter, 20 Meter, irgendwie sowas. Ganz, glaube ich. Und sind die Biester magisch?
Ja, das sind erwachte Kritter, wenn ich das richtig habe. Wie waren das? Ich glaube, die hatten kein Magieattribut, aber waren Parakritter. Das geht ja, ne? Ich glaube. Ich meine, das war eine magische Fähigkeit, die die Scheiß eingesetzt haben. Ich meine, die wären nicht erwacht gewesen. Ich nicht? Ja, im Sinne von, es sind magische Tiere, ja, magisch verändert und verzüchtet, aber die haben kein Magieattribut und sind damit auch nicht astral so gut wahrnehmbar, so ein Shit. Ja, irgendwie sowas, das kann sein, aber die waren auf jeden Fall, konnte Jojo keine Spur von Erwachen erkennen beim Erscannen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Nee, gut. Das heißt, sie kommen auch nicht durch den Hüter durch, da sind wir ja schon mal safe. Moment. Bin mir da nicht ganz so sicher, ob die da... Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist eine Weile her, dass ich damit zu tun hatte. Die Viecher sind halt ziemlich speziell. Jojo hat die damals auch gesehen. Müssen wir gleich nochmal mit ihr sprechen. Und wo jetzt genau? Frag Jojo. Ich frag aber dich. Ja, und ich sage dir, frag Jojo. Gut, er wird jetzt, warte mal, er sitzt noch im Auto, das geht natürlich jetzt nicht so gut. Gut, er wird jetzt rechts ranfahren und dann wird er, dir mal kurz mit der Faust ins Gesicht langen. Frischling. Jo. Mhm. Benimm dich. Tu ich. Ist das deine letzte Antwort? Es gibt... Ist das deine letzte Antwort? Frag Jojo. Das ist ihr Kram. Ich habe damals für sie gearbeitet. Mehr nicht. Wir müssen noch ein Stück fahren, die Karre irgendwo stehen lassen, wir den Scheiß ausräumen. Dann, guck doch noch mal kurz rum, verpackt alles in so einer kleinen Tasche, gib mal deinen Comlink. Ich gebe ihm mein ausgeschaltetes Comlink. Jetzt gibst du mir deine Waffe. Kriegt er meine Waffe. Jetzt gibst du mir deine Schuhe. Kriegt meine Schuhe. Jetzt läufst du zurück. Kein Problem. Ich gucke ihn nochmal an. Das gehört sich nun mal so, dass man seine Geschwister nicht, seine Mitgänger nicht verrät. Auch, beziehungsweise man sagt. Er geht auf einen Schritt auf dich zu und haut dir volle Bude in die Fresse. Ja. Das stimmt. Die Sache ist, wie du es mir sagst, hast du das immer noch nicht begriffen. Und die Sache ist vor allem in der Scheißsituation jetzt. Ich kann dich, denkst du nicht an, lass dich jetzt alleine zurücklaufen, du dummer Spast. Junge. Eine grobe Einteilung in dieser Stadt. 50 Kilometer, 100 Kilometer ist völlig irrelevant. Frag Jojo, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Nicht in der Stadt und auch nicht in der Nähe. Nicht. Also wie weit in der Nähe war das? Oh, das war, glaube ich, richtig viel lange, ne? Also ich glaube, wir sind ungefähr eine Stunde gefahren von Most, nee, also außerhalb der Stadtgrenzen. Nee, 300 Kilometer oder so war das. Echt so viel? Okay, dann war es so viel. Also es war auf jeden Fall sehr weit. Es war schon eine gute Strecke so. Gut, ja, dann ne, sage ich dem so, nicht auf die nächsten 100 Kilometer. Siehste, damit hätte ich mich zufrieden gegeben, Mann. Nimm deine scheiß Schuhe. Ich zieh meine scheiß Schuhe wieder. Dann gibst du dir deine Knarre und dein Comlink. Jo. Im Normalfall hätte ich dich laufen lassen. Das ist eine verdammte scheiß Ausnahme. Ich wäre auch normalerweise gern gelaufen. Das Problem ist, ich würde auch, wenn du mir irgendwas anvertraust, niemanden anders erzählen, es sei denn, du sagst es mir, dass ich das darf. Verstehst du, dass diese Situation ein bisschen eine Ausnahme ist? Ja, aber diese eine Situation hat mit der anderen nichts zu tun. Und noch ist es keine Bedrohung für uns. Das war für uns alle. Es ist akut keine Bedrohung. Woher weißt du das? Sind die Dinger jetzt gerade bei uns?
Und würde es einen Unterschied machen, wo Juri und ich sie gesehen haben? Nein, würde es nicht. Es ist gottverdammte, wie viele Jahre her? Ich habe keine Ahnung, seitdem ich Jojo kenne. Du wirst aber dich nicht in dieser Situation jetzt und in deiner Situation als Prospect zu dem aufschwingen, der bewerten kann, was relevant ist und was nicht. Deswegen, weil du nicht alle Infos hast. Und deswegen kannst du nicht bestimmen, ob das für uns alle jetzt gerade eine Gefährdung darstellt und ob es wegen der Entfernung eine Gefährdung darstellt. Ich kann aber das beurteilen, ob die Sache von damals was mit dieser Sache von heute zu tun hat, und das ist es nicht. Weil du in die Zukunft blicken kannst, oder was? Nein, aber in die Vergangenheit. In meine Vergangenheit. Das hat hier nichts miteinander zu tun. Glaub mir das. Ich werde gleich mit Jojo sprechen, darüber, dass die Viecher hier sind. Und wenn sie dann entscheidet, dass es relevant ist, dann wird sie das sagen. Gott, denn ich tu's nicht. Dann würde losgehen. Ich folge ihm auf Schritt und Tritt. Juti, Jojo. Ja. Es war ein langer und harter Tag. In der Werkstatt oder so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall kommst du heim und Paulina steht neben Gandhi, der leider seinen nackten Arsch nur halb verborgen unter einem Tütü vom Gehweg aus quasi in Richtung, vom Zaun aus in Richtung Gehweg halten muss, und ein Schild neben ihm wurde angebracht mit Smack that bitch. Du wirst von ihr mit Blicken aufgefordert, das auch zu tun. Was? Ihm die Bitch auf den Arsch zu klatschen, jeder, der vorbeikommt, wird von ihr angehalten, das zu machen. Sie macht's im Vorbeigehen. Gut, dann wird Paulina noch ein paar Schritte mit dir mitgehen. Jojo. Was? Krieg den bitte in den Griff. Was ist denn jetzt schon wieder gewesen? Es kann nicht sein, dass er so ein scheiß Vorbild ist. Wenn ich den einfach nur frage, was der für eine Gülle liest, ich war echt nett zu ihm, okay? Hat er mich nicht als Schlampe zu bezeichnen? Oder als Hu oder Fotz oder was auch immer? Hä, wieso? Ich habe ihn einfach nur gefragt, was das da ist. Und er hat mich einfach Kant genannt. Denkt er, ich verstehe das nicht in Englisch oder was? Jojo muss auch kurz lachen. Jo, da schubst du dich aber schon mal kurz. Hey, Schlampe, was soll das? Das ist ein Philosoph, ein deutscher Philosoph gewesen. Arschlecken, Alter. Sicher, komm. Sie zeigt ihm das. Ja. Ihr. Ja, so ein Kack-Latein-Alphabet, was soll mir das jetzt sagen? Da könnte alles stehen. Warte, sie zeigt ihr übersetzt im kyrillischen Alphabet. Sie geht zum Schweden. So, ich weiß jetzt, was du mir sagen wolltest. Was sagst du jetzt? Na, dass ich hier nicht deine Dings untergrabe und noch weiter hier stehe, eine Stunde oder so, oder wie lange das sonst gedauert hätte, und dass ich danach einen langen Eintrag in die Leiden des Jungen, die neuen Leiden des alten G oder so, und sowas? Na, Jutti, dann stehst du hier noch 2 Stunden. Hey, du, bist gerade vorbeilaufen? Du sollst da draufhauen. Okay. Sehr gut, Mann. Geh jetzt, Mann. 10 Minuten später kommt ein sehr säuerlicher Mischer mit einem sehr Kaban. Mhm. Der hat ein blaues Auge. Und eine blutende Lippe. Und eine blutende Lippe. An Hauern gehen die immer gut kaputt.
Ja, ja. Guckt dann Jojo an. Also, guckt erstmal auf die Szenerie. Ja, Jojo ist schon drin. Die hat sich wahrscheinlich ihren Sohn geholt. Hm. Ja. Sonst kriege ich ja Ärger. Also, gibt es einen Schlag auf den Arsch von dem jungen Mann? Es ist schon ein bisschen rot, sag ich mal. Was hast du angestellt? War dumm. Ich grinse ihn einfach mal an. Kenn ich. Jo, du wirst am Nacken gepackt und reingezerrt. Dann läuft er direkt mit dir zu Jojo. Eine Leidensgemeinschaft. Jojo. Ja. Es gibt irgendwelche Viecher in der Stadt, die Leute zum Chillen bringen. Irgendwelche halbmagischen Viecher. Oh nein. Hat gut. Das, was ihr vor ein paar Jahren irgendwo da gemacht habt, auch nur im entferntesten unter Umständen irgendwas damit zu tun, dass die heute in der Stadt sind, wenn ich hier sage, mit denen wurden die Bones ausgerottet? Humanes. Maybe. So, Frischling, und du willst mir erzählen, das könnte nichts damit zu tun haben. Wie kommst du zu der Arroganz, diese Bewertung irgendwie sicher machen zu können? Humanes kann mit jedem Scheiß was zu tun haben. OT, hatten die damals wirklich mit Humanes viel zu tun? Die Humanes war doch nur die Schlägerei von denen, ne? Schlägertruppen. Ja, wir wussten es, aber... Humanes hat die finanziert, das wusstet ihr. Genau, Humanes hat die finanziert und die waren auf jeden Fall, waren es harte Nazis und irgendwie hatten die auf jeden Fall mit Humanes zu tun, da bin ich mir 100% sicher. Na, Humanes hat denn die ganze Kacke finanziert, genau. Ja, ja. Und Human Nation, also der Gangarm von Humanes, so wie es bei mir ist, die haben ja quasi, das waren ja die Leute, die dort waren und auch die Kinder und so angeschleppt haben. Ja. Okay. Ist halt schon 2 Jahre her. Ich sag mal, es passt ziemlich gut. Weil Kavan öfter mal eine Situation analysiert und einschätzt. Ja, das ist ja egal. Als wir das letzte Mal mit denen zu tun hatten, war irgendwie... Also Humanes hatte auf jeden Fall damit zu tun. Ich glaube, das waren die Geldgeber. Und ich meine sogar, die Human Nation wäre da irgendwie mit zusammen irgendwie... Ich glaube, da waren 2 Typen von denen, die da rumhingen oder sowas. Die haben auf jeden Fall, sind die doch da gewesen. Jo, auf jeden Fall sind die Bones alle tot. Ach, scheiße. Das ist richtig. Im Moment, hat so Humanes in Donskoy noch irgendwas? Die Human Nation, meine ich? Also das letzte Mal hatten die ein recht großes Gebiet da, also als ich auf die Karte geguckt habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie es aktuell ist. Jojo wird's wissen. Das ist alles schon die Version, die noch gar nicht gilt. Sieht gerade nicht so aus. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Donskoy eigentlich noch irgendwas hatten. Ja, aber ich habe doch da jetzt schon 2 Zukunftsversionen und die aktuelle quasi so halb nicht mehr. Wenn sie nichts mehr in Donskoy haben, jetzt schon, das weiß ich gerade nicht, dann haben sie auf jeden Fall was direkt an der Grenze. Aber dann wäre das immer noch bis zur Mitte rein müssten sie dann, weißt du. Also wäre auf jeden Fall schon ein ganz schönes Stück weg, aber letztlich... Das ändert nichts, wenn die den Humanes irgendwie machen. Als solches gibt's halt auch einfach überall, ne? Das ist nämlich ein netter Verein, der einfach nur Leute unterstützen will, denen es schlecht geht. Naja, aber Jojo weiß auch nicht genau über die Geschäfte Bescheid. Also es kann auch gut sein, dass die Bones denen irgendwie mal in die Geschäfte reingefuscht haben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Bones die auch nicht leiden konnten. Natürlich. Ich meine, Humanes sind jetzt zwar nicht die ersten, an die du prinzipiell denkst, mit Evo-Krittern, aber letztlich ist der Zweck hier auch immer wichtiger. Die Mittel immer wichtiger ist der Zweck. Andersrum, reziprok und dann nochmal durch 4. Ich weiß, dass Humanes nicht das ist, aber das war das, ich weiß, dass die Nazis und Humanes und die Human Nation auf jeden Fall mit dem in Verbindung standen, als wir die Biester das letzte Mal gesehen haben.
Naja, die Biester waren ja quasi nur, Evo hat die Stadt quasi versucht so zu machen, dass da keiner reinkommt und die haben gesagt, und keine Gude raus. Und die haben gesagt, tja, die überlisten wir jetzt und dann haben sie überlistet. Ich meine bloß, wenn du solche Viecher nimmst, einfach weil die Evo sind, ist es nicht das Erste, was vielleicht Humanes machen würde, aber auf der anderen Seite machen die auch einfach alles, um zum Ziel zu kommen. Naja, bist du dir sicher, dass es Humanes ist? Also, ich habe diese... Als wir da waren, waren das verkackte Nazis und ich weiß, dass Humanes denen auf jeden Fall die Kohle gegeben hat. Da bin ich mir 100% sicher und ich weiß, dass da Typen von der Humanation rumstanden. Was weiß ich, ob die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wussten die, wo es die Viecher gibt, vielleicht gab's die da noch, die sind später zurückgekommen, haben sich irgendwelche von den Biestern geklaut oder irgendwas anderes. Ich meine, da konnte ja jeder ran und jeder rein. Ja, aber die sind doch, die fressen, die können sich doch nur über dieses Scheißzeug ernähren. Da müssten die jetzt seit wie vielen Jahren? Humanes hat Geld. Ja, aber 2 Jahre diese Viecher durchfüttern? Ja und? Um die jetzt einzusetzen? Weißt du, ob die nicht woanders schon eingesetzt haben und wir haben es einfach nur nicht mitgekriegt? Ja, dann hätten sie die ja nicht stehen lassen, oder? Was weiß ich? Also, die standen da rum und sind da beinahe verreckt, also die standen da schon ein bisschen länger rum. Okay. Also, das ergibt keinen Sinn. Die würden nicht einfach so eine, also, das ist ja eine fette Möglichkeit, um jemanden auszunocken. Ich weiß, dass die verdammt teuer sind. Ich sag nur, Humanes hat Geld. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine kluge Möglichkeit. Vielleicht war einer von denen ausnahmsweise mal schlau. Außerdem können die Biester auch irgendwo, keine Ahnung, frisch geklaut worden sein oder was weiß ich nicht was. Ich meine, dieses System da war ja mehr oder weniger autark. Die hätten da ja ewig bleiben können. Weißt du? Und die wussten auf jeden Fall, wo es die gibt. Die mussten ja nicht 2 Jahre aufbewahren. Ich glaube, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass diese beiden Stränge miteinander nichts zu tun haben. Beiden Situationen, sag ich mal. Das ist schön, dass du davon überzeugt bist. Ich sag dir nur, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Den damaligen Drahtzieher. Das weißt du. Ja, die gibt's nicht mehr, aber es wussten noch genug davon. Ich meine, da ist ja von anderer Stelle Geld reingeflossen. Die wussten ja wofür. Die scheiß Humanation haben denen die Belger geliefert. Das wussten doch genug. Hier, die Links muss eigentlich noch da. Ja, aber ist Jojo ziemlich egal. Okay, gut. Nee, der ist schon weiter zu Vlad gegangen, glaube ich. Ach so. Ihr seid nur zu dritt. Ich weiß es nicht, Kaban. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Ich sag nur, die haben von irgendwem Kohle gekriegt, die haben mit Sicherheit auch an irgendwen Report abgeliefert und diejenigen wussten mit Sicherheit auch, was da abgeht. Humanation wusste auch, was da abgeht. Die haben denen die Kinder geliefert. Die wussten, was da ist. Das wussten genug. Außer uns. Die beiden Drahtzieher sind tot, aber dass da irgendwas ist, was praktisch ist, dafür sind sogar die Nazis klug genug. Ja, ich denke, die werden wahrscheinlich eher woanders herkommen. Also, denke ich eher. Es wäre einfach, wenn das Projekt gestorben ist, weil wir haben das Projekt zum Canceln gebracht. Dann wird da niemand mehr Geld hinschicken und die Dinger weiter. Nein, das sage ich doch gar nicht. So, darum geht es auch überhaupt nicht. Aber ja, dafür habe ich gerade die Pressebude gekriegt, dass ich dachte, es hat nichts mit der damaligen Sache zu tun. Ja, aber das weißt du doch gar nicht. Das kann sehr gut was mit dieser Sache zu tun haben, Kaban. Die wussten, dass es die Biester gibt und sie wussten auch, woher sie kriegen können. Das heißt nicht, dass es zwingend so sein muss. Es heißt nur, dass es sein kann. Das können dieselben Personen sein, ja. Oder beziehungsweise derselbe Kreis an Personen. Es kann derselbe Personenkreis sein. So, und darum geht es. Und wenn die jetzt anfangen, die haben eine ganze quasi Gang ausgelöscht, Kaban. Oh ja. Ja. So.
Weißt du, ob die nicht morgen hierher kommen mit den Dingern? Deswegen habe ich mich ja gerade schon gebeten, die Sounddaten zu verbreiten, dass die alle Leute sperren. Okay. Aber ich sah es nicht ein, ihm davon zu berichten und von dem ganzen Hintergrund zu berichten, als er mich fragte, woher ich das weiß, was das für Viecher sind. Warum nicht? Weil es dein verdammter Hintergrund ist. Ja, aber du musst doch keine Details sagen. Es geht, kann man, es kommt vor allen Dingen darauf an, wie du das sagst. Du weißt, ich bin nicht gut mit Worten. Ich rede einfach gar nicht, wenn es so wichtig ist. Ja, ich weiß, Kaban. Aber es ist nicht schlimm, wenn die Leute, die meisten wussten, dass ich irgendwie da unterwegs war wegen irgendeiner Sache. Das, damals wussten die Leute das schon. Ich habe auch vorher sowohl mit meinem Vater als auch mit Vlad darüber gesprochen, was ich vorhatte. So ist das nicht. Gut. Ich weiß, ja, dass aber du das, das nicht heißt, das, ja, das, Kaban, aber so, Kaban, das Einzige, was hier vielleicht erstmal nicht rumposaunt werden sollte, ist, wer meine Erzeuger sind. Der Rest ist, ich sag mal, über Jobs spricht man nicht, aber wenn es um sowas geht, wenn du das siehst, dann ist es nicht schlimm, wenn du was sagst, weißt du? Dann ist es nicht schlimm, wenn du sagst, okay, du musst ja keine Details erzählen, aber es geht einfach um das. Keine Ahnung, ich meine, du hast manchmal, ich weiß, dass du manchmal nicht redest, aber es geht, du hast auch manchmal einen Ton am Leib, der echt nicht in Ordnung ist. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, dass ich danke dir dafür, dass du mich nicht verraten wolltest, aber das ist nicht notwendig hier. Nicht bei den Jungs. Mischa hätte nicht weiter gefragt. Wenn es irgendwann zu viel gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich sogar gesagt, nee, das muss ich nicht wissen. Naja, es ging eigentlich darum, dass er mir nicht zutraut, dass ich die Lage so einschätzen konnte. Ja, das kannst du auch nicht, Kaban. Das kannst du einfach nicht. Wieso? Was haben wir denn jetzt an Zeit verloren, dass ich jetzt mit dir rede, anstatt dass ich mit ihm geredet habe? Nichts. Kaban. Dass die Sache, dass du mit ihm nicht geredet hast, ist, das kommt unheimlich arrogant rüber. Verstehst du das? Das ist ein, ich kann das und du kannst es nicht. Er ist seit Ewigkeiten in dieser Gang. Seit Ewigkeiten. Und er kennt die ganzen Belange, die du alle nicht kennst. Verstehst du das? Ich weiß, dass das eine Sache war, die vielleicht irgendwie möglicherweise, also die möglicherweise nichts damit zu tun hat. Aber du weißt es einfach nicht. Er hat einfach Wissen, das du nicht hast und nicht haben kannst, weil du solche Dinge noch nicht erfährst. Verstehst du das? Es kommt einfach unheimlich arrogant rüber. Ja, aber deine Vergangenheit hat damit nichts zu tun. Das war das Einzige, was ich ihm gesagt habe. Ja, also, das ist aber... Okay, das mit Humanis habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, aber... Ja, aber das ist es, Kaban, das ist es, weißt du. Ja, das hätte ihm dann auch nichts gebraucht, wenn ich diese Daten nicht im Kopf gehabt habe. Die Daten, die ich im Kopf gehabt habe, gingen es nichts an. Das mag sein, Kaban, aber dann kannst du trotzdem, also wenn er dich fragt, wo du sie gesehen hast, dann sagst du irgendwie außerhalb von Moskau oder dann sagst du. Habe ich ihm gesagt. Ja, aber wie hast du es denn gesagt? Weißt du, du hast manchmal eine Art am Leib, jemandem was zu sagen mit ich weiß es und du weißt es nicht, also halt die Fresse und lass mich in Ruhe. So kommt es rüber, wenn du das sagst. Und das ist einfach unheimlich. Also es kommt einfach irgendwie ziemlich blöde bei jemandem an, der ganz genau weiß, alles klar. Der Junge muss noch lernen, der ist noch nicht so weit und dann, ne? Verstehst du, was ich meine? Und das ist irgendwie ziemlich, auf Dauer ziemlich anstrengend, weil ich meine, die meisten hier, oder eigentlich mögen dich hier alle. Nur das macht es einem schwierig, verstehst du das? Das macht es einem echt schwierig, wenn du jemandem gegenübertrittst und sagst, ne, jetzt mache ich im Grunde genommen, was ich will und Das kommt einfach falsch rüber. Weil du nicht in der Position bist. Es ist einfach so. Wie gesagt, ich finde es nett, dass du loyal warst. Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es ist einfach so, dass es hier nicht notwendig ist und dass du im Zweifel
sagen musst, okay, das hat jetzt mit Julius Kram zu tun und dann wird er schon... Also wenn ich das hätte darauf beziehen können, ja. Aber das ist eine Anführungsstrichen Random Gang 2 Jahre später. Mit der wir ein bisschen was zu tun haben, soweit ich weiß. Nicht viel. Was? Mit den Bones? Mit den Bones haben wir relativ wenig zu tun, soweit ich weiß. Ja, das hab ich ihm vorhin gesagt, dass er das weiß. Das musst du ihm jetzt schon können. Ja. Nee, ist ja okay. Jojo hat ja mehr mit denen zu tun. Naja, aber er hat ja gesagt, ihr als Gang, ne? Ja. Relativ wenig. Was heißt relativ wenig? Ich hab verhältnismäßig viel mit denen zu tun. Im Verhältnis zu den anderen Gängern, ja. Ja. Aber im Vergleich zu unseren ganzen Geschäften, von denen ich nur ein bisschen mitkriege, ich weiß, aber haben wir da auch relativ wenig zu tun, oder? Es ist nicht unser Hauptgeschäftspartner, das ist richtig. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass da angefangen wird, eine Gang ausgelöscht zu werden, wenn da Leute anfangen, Gangs auszulöschen, mit denen wir zu tun haben. Ja, und die uns im Zweifel wahrscheinlich auch helfen würden. Und dann weißt du auch einfach nicht, was dahinter steckt. Weißt du, es kann sein, dass die irgendeinen Ärger haben. Ja, das kann möglich sein. Aber es kann auch sein, dass da gerade was vorbereitet wird, was vielleicht irgendwie für uns auf Dauer echt beschissen wird. Das ist richtig. Mehr, also das Einzige, was ich gesagt habe, ist, wir klären das mit Jojo, weil du weißt darüber mehr über diese Viecher als ich und du weißt auch mehr über das Ganze drumherum als ich. Also ja, ich habe das natürlich anders gesagt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du das anders gesagt hast, Kaban. Natürlich habe ich das anders gesagt. Das klären wir mit Jojo, Punkt. Ich sagte, sprich mit Jojo. Oder als er mich fragte, was hast du damals gemacht, wo ich die Dinger gesehen habe, habe ich gesagt, da frag Jojo. Was habe ich da gemacht? Ich habe für dich gearbeitet. Ende. Mehr habe ich nicht gesagt. Alles andere habe ich ihm erzählt. Ja, aber das, was wir da gemacht haben, wo wir diese Viecher gegangen, das geht dem Scheißdreck an, wenn du ihm das nicht verraten möchtest. Und daraus, das kann ich nicht beurteilen und es ist mir scheißegal, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Dein Belang ist dein Belang, das verrate ich niemals. Und was ist, ja, Kaban, das, wie gesagt. Es sei denn wirklich, ich kann sehen, dass es wirklich gerade Belang wird für uns alle. Kaban, wie gesagt, du bist loyal und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber ein Frag-Jojo ist in Ordnung, aber wenn er dich nach bestimmten Informationen fragt, dann gibst du ihm doch die Informationen. Das hat doch nichts damit zu tun, was da wirklich passiert. Er hat mich gefragt, was hast du damals gemacht, wo hast du die Dinger gesehen, habe ich gesagt. Das, was ich gemacht habe, Frag-Jojo war auf die Antwort, was hast du gemacht? Frag-Jojo. Ich habe für dich gearbeitet. So, bei dem Frag-Jojo habe ich mir schon die erste eingefangen. Dann hat er mich gefragt, wo ich das gesehen habe, ich gesagt, über 100 Kilometer von hier entfernt. Und vor 2 Jahren. Ich finde das gut, wie du die Geschichte erzählst. Ist ja ungefähr so passiert. Na, warte mal. Naja, also, ungefähr so ist es passiert. Na, Detail ist egal, das ist richtig so, wie du das machst. Okay. Das ist wahrscheinlich falsch rübergekommen, wie du es gesagt hast. Möglich. Kann das sein? Sonst hätte er mich wahrscheinlich nicht geschlagen oder er ist einfach ausgerastet für irgendwas. Ist auch egal. Das kann ich mir bei Mischa fast nicht vorstellen. Er ist eigentlich relativ entspannt, soweit wie ich ihn bis jetzt kenne. Ja, ist er auch. Siehst du. Bis auf gerade eben. Ja. Aber kannst du dir das vorstellen, dass das vielleicht ziemlich uncool ist, wenn man sowas sieht? Ich hätte wahrscheinlich auch nicht anders reagiert. Natürlich ist das uncool, wenn man sowas sieht, aber... Vor allen Dingen, wenn man die Biester nicht kennt und wenn man nichts darüber weiß, verstehst du das? Das ist eine Situation, die schwierig ist und es ist tatsächlich einfach eine Situation, in der, sag ich mal, es nicht unbedingt angebracht ist, zu viel zu verschweigen. Im Zweifel sagt bei sowas halt ein bisschen was, ohne auf Details einzugehen. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, das ist, meine Gott, wir sind in einer Gang. Der Typ weiß sowieso
fast alles über mich. Das ist richtig, aber ich kann ihm nicht irgendwas sagen. Doch. Was? Nein, das ist, wenn du ihm das noch nicht gesagt hast bis jetzt. Was da passiert ist, warum, es gab auch keine Gelegenheit, es war auch nicht notwendig. Meine Worte! Es war einfach nicht notwendig, ihm zu erzählen, was wir damals abgezogen haben. Das, mehr sage ich nicht die ganze Zeit, das war mein Punkt. Es war nicht notwendig. Ja, aber das weißt du doch nicht. Weißt du, du hast die Biester, ich meine, es war bis jetzt für mich nicht notwendig, das zu erzählen, weil ich die Biester noch nicht gesehen habe. Ich hätte das sofort erzählt. Ich hätte vielleicht nicht gesagt, mit wem und warum, aber das ist alles. Ich habe ihm ja auch über alle wichtigen Informationen aufgeklärt. Gut, das mit Humanes habe ich verpennt, weil, keine Ahnung, das wusste ich, habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt seit Ewigkeiten. Das ist schon Ewigkeiten her. Ja, so, aber wenn du gesagt hast, frag Jojo, wie wär's denn gewesen mit einem, ja, sorry, tut mir leid, aber, keine Ahnung, das hat was mit Jojos, keine Ahnung, Dings zu tun und, weiß ich nicht, sowas halt, weißt du? Deswegen ja, frag Jojo. Ja, aber das kann man auch anders sagen, verstehst? Da kannst du auch sagen, es tut mir leid, ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, weil das eigentlich Jojos Sache ist und irgendwie sowas. Also eine Entschuldigung und ein Grund, weswegen, weißt du, ist besser als frag Jojo. Sondern dann sagt man, es tut mir leid gerade irgendwie, das war halt ein bisschen außerhalb von Moskau, es hatte aber irgendwie was mit Jojos Private Stuff bla zu tun. Ich weiß nicht, ob sie dir das jetzt alles erzählen will. Wie ist es denn mit sowas? Kommt direkt ganz anders rüber. Fürs nächste Mal. Ach. Was ach? Ja, 3 Millionen Jahre reden für eine Information, die dasselbe ist. Kaban, du weißt ganz genau, wie du reagiert hättest, wenn sich jemand vor dir aufgebaut hätte und dir dasselbe ins Gesicht gesagt hätte. Hätte ich dich gefragt. Das kann ich, ja, aber nicht, wenn du gerade in der Situation bist, wo du glaubst, dass es wahrscheinlich wichtig für dich sein könnte. Da hättest du dem sofort in die Fresse gehauen. Ich kenne dich lang genug. Ich weiß, wie du reagierst, wenn dir jemand krumm kommt oder dich halb anpöbelt. Ich weiß, wie du da drauf bist. Dann schlägst du dem Typen sofort in die Fresse. Oder? Kommt drauf an, wer der ist. Oder? Habe ich deinen Bruder jemals geschlagen? Also ja, habe ich. Aber. Siehste? Er hat angefangen. Nein. Keine Entschuldigung, Taban. Keine Entschuldigung. Da habe ich nicht mal was mit ihm wissen wollen. Der hat mich einfach verprügelt. Und ich habe zurückgeschlagen. So. Dein Bruder habe ich noch nie angegriffen, jedenfalls nicht von mir aus. Ja, wenn du das gemacht hättest, dann hätte er dich wahrscheinlich auch in Grund und Boden geschlagen. Und wenn du dich dann gewehrt hättest, dann hätte ich dich in Grund und Boden geschlagen. Und wehe, du lachst jetzt. Er grinst dich auf jeden Fall an. Siehst du, alleine dafür müsste ich schon wieder einen runterhauen. Oder du könntest jemanden holen, der mir einen runterhaut. Das wäre vielleicht besser. Ich habe auch meine Mittel und Wege, das weißt du. Ja, eben, aber das Rundhauen ist okay. Mit dem anderen Kram brauchst du gar nicht kommen, da hast du sowieso gewonnen. So. Wer die dickeren Hosen hat, das wissen wir. Hast du verstanden, was ich dir sagen wollte? Weißt du, die meisten wollen entspannt sein und die wollen auch mal mit dir rumalbern und die wollen auch mal haben auch eigentlich kein Problem damit, wenn man ihnen mal einen blöden Spruch drückt, aber du hast einfach den Punkt noch nicht erreicht, an dem du dir das leisten kannst. Verstehst du das? Weil du einfach bis jetzt es immer gemacht hast und nicht bewiesen hast, dass du einfach mal die Fresse halten kannst. Naja, wenn ich die Fresse halte, kriege ich auch das Maul, nicht wahr? Habe an. Wenn du die Fresse hältst, kriegst du aufs Maul. Ist das so? Glaube ich nicht. Er guckt dich mal ganz komisch an. Zeigt auf sein Gesicht. Ist das das Gleiche? Ist das das, was ich meinte? Nein, ist es nicht. Gut. Das weiß ich selber.
Gut. War auch gerade sarkastisch gemeint, dass ich sagte, wenn ich die Presse halte, kriege ich aufs Maul. Ja. Es war ein Spruch, den du dir auch hättest verkneifen können. Zum Beispiel. Siehst du? Wenn du das mal ein paar Wochen durchgehalten hättest, wärst du längst an dem Punkt, wo du so einen Spruch mal drücken kannst. Das wäre auch kein Problem. Wenn Anna das macht, ist das völlig in Ordnung, weil man bei der weiß, dass die auch mal die Fresse hält, wenn es angebracht ist, die Fresse zu halten. Das ist aber bei dir einfach noch nicht so. Hm. Na, was? Hm. Dann ist das halt so. Dann muss ich daran noch arbeiten. Ja, das musst du, und zwar dringend. Und es fängt damit an, dass du dir nicht anmaßt, entscheiden zu können, wann welche Situationen womit zu tun haben. Deswegen habe ich das ja auch auf dich verwiesen. Ja. Vielleicht etwas unsanft. Ja, siehst du, genau da fängt's an. Du bist nicht in der Position, unsanft auf etwas verweisen zu können. Dem Johnson gegenüber machst du das ja auch nicht. Der fragt auch nicht nach Personal Stuff von dir. Oder sonst wem. Ja, aber einem Johnson gegenüber kommst du auch nicht ruppig. Verstehst du das? Da bist du höflich. Soweit du das kannst. Das Problem ist, der zweifelt auch niemals meine Loyalität an. Also der Typ weiß, dass du ihm gegenüber nicht loyal bist. Richtig. Ich bin dir, aber ich bin jedem von uns hier loyal. Und Kaban, wenn es um persönlichen Scheiß geht, dann regelt das dieser Mensch selber. Es geht nicht um persönlichen Scheiß. Hier. Doch, grade. In diesem Moment ging es gerade um persönlichen Scheiß. Ja, aber nicht im Allgemeinen. Das ist nur Teil eines ganzen Problems. Verstehst du? Ja, das mag ja so, vielleicht sein, ja, aber diese Frage war halt. In diesem Moment ging es um persönlichen Scheiß. Ja, das ist richtig. Und es ist auch dein gutes Recht zu sagen, pass auf, ich bin mir gerade nicht sicher, es tut mir leid, ich möchte darüber gerade nicht sprechen, kannst du das bitte mit Jojo klären? Und zwar in so einem Satz. Dann gibst du die notwendigen Informationen raus, die notwendig sind, und dann entschuldigst du dich mit diesem Satz. Aber du entschuldigst dich dafür. Verstehst du das? Ich konnte mich ja nicht mehr entschuldigen, die haben mir ja direkt aufs Maul gehauen. Wahrscheinlich, weil du auch, wenn du direkt diese Entschuldigung angebracht hättest mit du, es tut mir leid, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen, weil... Flat macht die Tür auf, kommt rein, macht die Tür zu. Jojo, du gehst schon mal in die Kapelle. Ja. Guck dir den Prachtkerl an. Also er meint nicht. Das war mir schon klar, Du wirst mal eine Bazooka halten, da bist du noch keine 5, mein Junge. So, Frischling, mach dich jetzt raus, Jojo, kannst mitnehmen. Jojo geht. Kannst du auch sonst einen Schweden erlösen und dem das in die Hand drücken. Das Kerlchen. Alles klar. Kerwan. Mhm. Ach, mein Junge, komm erstmal her. Er gibt dir einen umarmenden Klaps auf die Schulter. So. Weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist, und ich kenne das auch ganz gut, das Ding ist folgendes. Ständig haben wir alle den Drang, dich erziehen zu müssen. So. Und das heißt, dass in angespannten Situationen die Leute auch anders reagieren würden, als wenn sie wüssten, anders, pass auf. Der Typ denkt doch jetzt viel eher, dass du einfach nur flapsig bist und dem blöde kommen willst, oder nicht mal willst, sondern ihm einfach blöde kommst, anstatt dass es was wirklich Ernstes ist, was du vielleicht auch nicht verraten kannst. Weil er ja ständig sehe ich dich ja auch nur Liegestütze machen. So. Wenn man immer gemerkt hat, der Junge, der kann es, der hat es verstanden. Mit dem können wir jetzt auch einfach mal chillen. Und dann sagst du, was weiß ich hier, geht nicht. Halte Schnauze, geht nicht. Da kann man das akzeptieren, weil man hier weiß, das muss was Ernstes sein. Aber wenn wir nicht gesehen haben, dass wir das überhaupt trennen können bei dir, dann rastet es auch mal schneller aus. Verstehst du das?
Ja. Und das ist jetzt wichtig, weil ich nicht weiß, was in den nächsten Wochen kommt. Das ist so eine Scheiße, können wir uns ja auch nicht leisten, dass wir uns irgendwie auf der Straße offen innen runterhauen. Und das weiß auch Micha, dass er das nicht überhaupt nicht leisten kann. Aber der hat halt auch den Drang, dass er das nicht durchgehen lassen kann. Denn wenn wir sie das mal durchgehen lassen, wissen wir nie, wie das ausartet. Verstehst du das? Das ist wichtig. Ja. So, jetzt kommt dein Aber. Weil das Ja klingt wie ein Aber. Komm, bring raus. Du kannst dir 100% sicher sein, dass ich dich dafür jetzt nicht irgendwie zur Sau mache oder sonst irgendwas. Bring's raus. Komm mit dem Aber. Ich habe ihm gesagt, er soll wir sollen das mit Jojo klären. Und dafür habe ich mir direkt eine gefangen. Dann ist das halt. Ja, ich hätte vielleicht sagen, brauchen Ewigkeiten Zeit. Das meine ich gerade gar nicht. Das ist alles Jojo-Kram, bla bla bla. Aber so, pass mal auf, das meinte ich doch gerade. Der hätte anders reagiert, wenn der irgendwann mal gelernt hätte, dich muss man nicht jeden Tag Liegestütze machen lassen, weil du jeden Tag irgendwie einen dummen Spruch drückst oder so, oder jeden Tag so blöde grinst. Nicht gegen dein Grinsen, das ist ein wunderschönes Grinsen. Vor allem jetzt mit dem Blut, das sieht lecker aus. Nee. Das Ding ist, der hätte heute anders reagiert, wenn er schon sicher gewesen wäre, dass es wirklich ernst war und nicht, dass es halt wieder mal bloß so war, du nimmst dir irgendwas raus, was du ja nicht rausnehmen sollst. Da geht's nicht um heute, geht's um das gesamte Ding, verstehst du? Du siehst ja jetzt auch, dass ich überhaupt nicht wütend bin. Und der Typ wäre halt auch nicht wütend geworden. Nicht auf dich. Darum geht's. Wir hätten die Schildviecher behalten sollen, ja. Outgame habe ich akustisch nicht verstanden. Achso, ich habe gesagt, wir hätten die Schildviecher behalten sollen. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil. Oh, die ganzen ziemlich cool. Aber ist rübergekommen. Jo. So. Du kommst jetzt gleich mit in die Kapelle, die anderen kommen nämlich auch mit. Okay. Da wirst du mal guten Willen zeigen. Fresse halt. Mehr. Kannst dich da auch einbringen, wenn du was zu melden hast. Dir wird schon noch die Geschäftsordnung erklärt. Ist mit Handzeichen und so. Außer du musst kacken, dann darfst du auch mal reinreden. Auf jeden Fall, ein guter Wille wäre, wenn du jetzt zum Beispiel mal zu Mischa hingehen würdest, du Lappen. Ich konnte ja nicht, bis dato. Naja, aber wenn du jetzt mitkommst, das meine ich doch. Gerne. Na gut. Attacke. Noran, bevor du da reingehst, gehst du auf jeden Fall aufs Klo, Mann. So. Werdet dann in der Kapelle zusammenkommen. Noran wird trotzdem bald bemerken, dass er scheißen muss. Ja. Ist allgemeiner Trubel, bevor alle Leute sitzen, oder sitzen da schon alle und man muss sich direkt hinsetzen quasi? Oder stehen? Ein paar stehen noch rum oder holen sich da gerade noch einen Kaffee raus, oder es ist so langsames Hindingsen und noch ein bisschen nebenbei Geplauder, alles easy. Ja, dann gehe ich natürlich direkt zu Micha. Jo. Ich hätte es vielleicht anders formulieren sollen, dass ich der Meinung war, dass wir vorher Jo konsultieren sollten. Dass es etwas offensichtlicher ist, dass es ernst ist. Also mir ernst ist, dass es, ne, ich das nicht entscheiden kann oder darf. Ich hätte auf jeden Fall warten müssen bis zu diesem Moment, wo ich den auf die Fresse haue. Es wäre auch viel befriedender gewesen. Komm her, mein Junge. Dann gibt's einen Schmatzer auf die Wange. Also du, den Schlägen komm ich. Du kennst doch diese, ne? Diese Pseudo-Mafia, wenn die Gänger sich umarmen, sich dann Schmatz auf die Wange geben. Wo Männer noch echte Männer sein können. Sehr gut. Und natürlich danach, ganz wichtig, bevor man sich löst, muss einer dem anderen auf den Arsch klopfen. Aber es darf nur einer sein, sonst ist ein bisschen, da ist ein bisschen Homo. Das geht nicht, aber einer, das geht. Das macht dann wahrscheinlich der Ältere. Das macht dann immer irgendeiner, in diesem Fall macht er es. Sehr gut.
dann ist das gut. Sehr gut. So, dann werden sie alle hinpacken, dann wird nochmal kurz die Situation zusammen mir tragen und dann muss ich mir überlegen, was da gerade entschieden wird. Also, irgendjemand wird vorschlagen, dass er das einfach auf sich beruhen lässt, irgendjemand wird vorschlagen, dass er direkt einen Vergeltungsschlag bei Humanis macht, denn selbst wenn die es nicht waren, zeigt man damit wenigstens, dass sie im Bündnispartner nicht ganz scheißegal sind. Inner wird sagen, man müsste sich vielleicht nochmal kurz die Situation genauer angucken. Was meint ein Jojo? Bei dem genauer angucken hebe ich die Hand. Was meinst du dazu? Das ist platt. Ich habe noch einmal kurz einen Clip gemacht von dem Ort, sage ich mal so. Vielleicht findet man da noch irgendwas. Ich habe mir noch nicht genauer angeguckt. Also das da Thema genauer angucken. Mitte Tisch, Datenchip rein. Jo. Dann kriegen wird das Wunder, dann wird das wunderschön abgebildet auf einem kleinen Holo-Projektor. Dann kann man sich das kurz noch reinziehen. Oh ja, das ist ein Bild, das Jojo sehr vertraut ist. Nee. Sieht viel friedlicher aus. Ach so, okay. Na, die chillten ja alle schon. Das stimmt. Was meint ein Jojo? Oder würde die sich da nicht mit einer eigenen Meinung einbringen? Das Ding ist, damals, als wir mit den Biestern zu tun hatten, war das zwar eine Kiste, die mit Humanis und mit der Human Nation zu tun hatte. Es ist aber fraglich, ob die das wirklich waren. Die Biester beziehen kann wahrscheinlich jeder, der von denen weiß. Es ist nur das Erste, was mir eingefallen ist, weil die Typen damals wussten, dass es diese Viecher gibt und auch wo es diese Viecher gibt. Es kann aber auch sein, dass das jemand ganz anderes war, denn ich sag mal, die Biester sind ein probates Mittel, um zu erreichen, was man da erreichen will. Das heißt, die Frage ist, es kann genauso gut jemand sein, der gute Evo-Kontakte hat. Und was schlägst du jetzt vor? Ein paar Infos einzuholen. Also bist du mit dem Professor. Gut. Bevor wir das jetzt abstimmen, Folgendes muss klar sein. Wenn wir jetzt direkt gegen Humanis losrennen, hat das den Vorteil, dass man sich immer berufen kann auf, wir dachten, die waren das. Wenn wir jetzt Nachforschung anstellen, rausfinden, dass wir irgendjemand, mit dem wir uns das nicht anlegen können, und dann nichts machen, sehen wir aus wie die übelsten Lappen. So. Abstimmung, Attacke. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Achso, ihr seid in dem Fall, seid ihr da stimmberechtigt? Ja, ihr dürft da sogar mitmachen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. So. Das ist übrigens keine geheime. der wird euch bemerkbar machen, dass ihr auch euch melden dürft. So, muss kurz überlegen. Scheiße, wir haben zu viele vernunftbegabte Leute in der Gang, ne? Nee, eigentlich nicht. Doch. Der Anteil ist signifikant gewachsen. Stimmt. Also ich würde Kaban... Wofür meldeten sich Kaban? Attacke auf sich beruhen lassen oder mal gucken, was so geht? Eine kleine Aktion und dann gucken währenddessen, weil Schwäche zeigen ist immer kacke und Humanes trifft man immer den richtigen. Gut, die gab's gar nicht. Alter, hier trennt sich down mein fucking USB. Die gab's gar nicht zur Auswahl. Es gab nur Attacke, gucken und auf sich beruhen lassen. Dann melde ich mich bei Attacke und gucken. Frischling, du hast das System nicht ganz verstanden. Du hast eh eine Stimme.
Ja, aber ich bin für eine Mischung aus beidem. Also, Attacke und danach gucken, weil bei Humanus kriegt man eh den richtigen und gucken sollten wir trotzdem, weil wenn wir nicht wissen, wer es war, kann es sein, dass der uns nochmal trifft. Ab hier lehnt, dann haben, machen wir uns zwei Leute gleich zum Feind, das ist ja recht dumm. Also entscheide dafür ich für bin ich der Prospekt. Ja, dann gucken. Dann gucken. Jojo wird auch sagen, gucken. So, wir haben tatsächlich relativ viele von uns begabt. Ich denke, das unterschätzt du sogar ein bisschen, Flummi. Vermutlich wird das echt gucken werden. Das wird echt gucken werden. Ich leuchte noch. Hallo? Test, Test. Ja, ja. Wir hören dich. Ich muss gleich mal irgendwas mit meinem USB-Ding machen. Okay. Ihr wollt alle gucken. Gorm machen. Aber dann so, dass es keiner mitkriegt. Wenn da jemand das, also wenn sich dann rausstellt, dass es jemand gegen den wir nicht machen können, dann darf das keiner mitgekriegt haben, dass wir uns überhaupt interessiert haben. Dann wirkt es immer noch besser, wenn es uns scheißegal war. Oder wir dann zur Not trotzdem noch gegen Humanes losrennen können. So, Jojo, du kennst dich aus bei den Leuten, du kennst dich aus in dem scheiß Gebiet und überhaupt, und du, also dann machst das einfach, du bestimmst die Leute und ziehst los. Gut. Das hat keine Priorität. Alles klar. Jetzt hört man dich nicht. Test. Ja. Jop. Jop. Wir hatten meinen scheiß Hammer versiegelt. Ja, er haut mit der Faust auf den Tisch. Scheiße, ist zu Ende. Verzieht euch. Jupp. Ich verzieh mich. Juti, Noran wird an euch allen übrigens unter euren Beinen durchschlüpfen, damit er schön schnell scheißen kann. Irgendwann, was ist eigentlich los mit dem? Irgendwann gibt's eine Windel. Nix, das ist immer so. Der sollte sich vielleicht mal einen Fäkalienbehälter besorgen. Ich kenne da noch jemanden. Ich nicht. Ich erinnere mich da. Kein Wort. Perfekt, sehr gut. Kaban. Bitte kein Wort verraten. Danke. Das hat er doch bestimmt auch über Comlink geschrieben. Das habe ich doch gerade gehört. Das hat er mir noch gesagt nebenbei. Ach so, hat er das? Bestimmt. Bitte kein Wort. Das klingt immer noch nicht so, als würdest du das wirklich ernst meinen. Bitte verrat kein Wort über das Zeug. Das klingt siehst, aber. Siehst du, die Betonung gefällt mir schon viel besser. Aber selbstverständlich nicht. Wenn du so lieb bitte sagst, dann würde ich dir das niemals antun. Danke. Juti! Was ist deine Phase, Häuptling? Oder gucke ich Jojo an? Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wen ich alles fragen kann. Und wen wir alles fragen können. Naja, die Nahrung muss ja irgendwo hergekommen sein. Ja, nicht nur. Ich muss erstmal gucken, wer so gute Evo-Kontakte hat. Außer der Worry. Das ist meine große Sorge. Das wäre nämlich meine zweite Wahl nach Humanes gewesen, oder das heißt nach. Ich weiß, dass die auf jeden Fall irgendwie mit Evo zu tun haben. Jojo kann auf jeden Fall mal hier Erinnerung. Das war das Logik und Willenskraft, ne? Plus zwei.
Ich finde das ein sehr trauriges... Alter, das ist dein erster schlechter Erinnerungswurf, glaube ich, in 3 fucking Jahren. Würfel doch mal Edge. Ich überlege gerade ernsthaft, einen Edge einzusetzen. Das werde ich jetzt auch tun. 3 Erfolge. Ist immer noch nicht gut, aber... 3 Erfolge sind völlig solide. Ein normaler Mensch hat 2 Erfolge und normale Menschen können sich an ziemlich viele Dinge erinnern, von daher ist es okay. Ja, ich meine jetzt für Jojos Verhältnis. Achso, da ist es auf jeden Fall erbärmlich. Du erinnerst dich schon, dass man die Dinger einfach kaufen kann, wenn man sich eine staatliche Genehmigung holt oder wenn man extraterritorial ist oder wenn man halt richtig Bock hat und dann werden die halt geliefert, zusammen mit dem Nahrungsmittelscheiß und so. Und ich meine, das ist ein normales Sicherheitsunternehmen, was die gebaut hat. Okay, das heißt... Du musst nicht übergute Kontakte haben, du solltest aber schon zum Beispiel deine Lizenz oder eine SIN und beides, also eigentlich beides haben, die schon gut ist so. Okay. Also kaufen kann das jeder. Mit einer entsprechenden Genehmigung. Aber ich glaube, so oft werden die Biester nicht gekauft. Ich denke schon, dass man das irgendwie zurückverfolgen kann. Oder gestohlen, weil wenn man die gekauft hat, dann wird man sie nicht da lassen. Würde ich so nicht sagen. Ja, wie teuer sind die denn? Weißt du noch, wie die Dinger hießen? Weiß ich das noch? Ich weiß es nicht mehr, also kannst du es leider nicht wissen. Ich gucke nach. Dann denk dir einen Namen aus. Chillomatics. Dann die hier nicht. Chinchillas. Das nehmen wir. Nicht letales Verteidigungssystem Chinchilla. Das nehmen wir. Scheiße. Okay. Achso, willst du so wissen, wie teuer die sind? Ja. Die werden pro Hektar werden die gerechnet. Einzelpreis ist nicht so ganz so leicht zu bestimmen, auch nach ein bisschen Rechnerei, so 3.000 pro Nase. Okay. Davon waren wie viele in diesem Scheißraum? 4. 12.000. Da hat jemand 12.000 einfach stehen lassen. Jemand, für den Geld keine Rolle spielt. Naja, oder der genau weiß, dass sein Essen ausgeht und er dann nicht wieder rankommt. Ja, das kann auch sein. Leider ist es ja so, dass die wenn du so einen Sicherheitsvertrag abschließt und die Biester damit kaufst, dann kriegst du ja quasi das mitgeliefert, dass dieses Nahrungsding da ist, ne? Aber die Formel ist halt echt schlecht zugänglich und einfach so Futter nachkaufen kannst du leider auch nicht. Also das ist nicht so leicht. Sprich, kein Kontrakt. Wenn die einen Kontrakt hätten, hätten sie Nahrung ohne Ende. Das heißt, müssen sie geklaut haben. Nein, muss es nicht heißen. Das die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch. Das kommt drauf an. Das ist möglich, aber ich weiß auch nicht, wie gut die Biester gesichert sind. Das ist die Frage, ob es sich da nicht eher lohnt, die Viecher zu kaufen. Naja, wenn eine Sicherheits... Also wenn ein... Es spielt keine Rolle. Irgendwer hat sie auf jeden Fall. Entweder hat sie jemand geklaut, das heißt, wir müssten dann rauskriegen, wo es die gibt und wer, ob irgendwie solche Viecher geklaut worden sind in der letzten Zeit. Oder wir müssten rauskriegen, weil so lange kann das ja noch nicht her sein, ob wer das in der letzten Zeit gekauft hat. Spielt ja keine Rolle. So. Sicherheit. Bei Evo habe ich überhaupt keine Kontakte. Das ist ein bisschen nervig. Brennerei. Was sagen eigentlich meine Bilder von den Drohnen? Wie sehen die eigentlich aus, wenn man die mal vergrößert? Bilder von den Drohnen? Ich habe doch Drohnen gesehen, Drohnenwracks. Ach die! Was genau willst du jetzt wissen? Wie die Drohnen aussehen? Ja, sind die zerschossen worden oder warum liegen die da rum?
Sieht nicht aus, als wären die zerschossen worden. Warte mal. Hardware und Logik. Da bin ich so gut drin. Dachte ich mir. Yeah. Irgendeine Art Softwarefehler. Hm? Irgendeine Art Softwarefehler. Ja, Störsender. Ja, dann stützen die aber nicht ab. Jojo, schau dir das mal hier an. Ich zeig dir mal die Drohnen. Also, es könnten Softwarefehler sein oder wie auch immer, aber pff, die lagen da halt auch rum in dem scheiß Gebiet. Ich finde es gut, dass ich gerade Hardware würfeln habe lassen, um dann zu sagen, es war ein Softwarefehler. Ja, ja. Aber mit anderen Worten. Sinn. Ja, wenn ich da keine Fehler finde, ne, auf dem Hardware-Bilder, dann ist es ein Softwarefehler vielleicht. Erkennt Jojo irgendwas? Ja, zeig ich immer deinen Wurf. Nein, kein MacGyver. Sie wurden nicht zermacgyvert. Dann Spike! Höchstwahrscheinlich. Datenspike, ein Hacker oder sowas. Das können ausschließlich Hacker und Technomancer. Okay, ein Hacker. Woran hast du es jetzt festgemacht? Weil die Viecher nicht einfach so, waren das Flugdrohnen oder? Das waren Flugdrohnen, ja. Weil die nicht einfach so vom Himmel fallen und das die wahrscheinlichste Ursache ist. Ja gut, ja, er gibt irgendwie Sinn, ja stimmt. Außerdem waren ein paar Teile verschmort und bei Datenspike muss er ist ja fünfmal alles verschmoren. Außer Cyberware. Hm, okay. Nee, gut, das verschmoren habe ich nicht gesehen. Ich dachte irgendwie deswegen so ein Softwarefehler oder sowas. Aber das ergibt natürlich Sinn. Ja, du Adlerauge. Datenspike ist ja quasi sowas ähnliches wie ein Softwarefehler. Gut. Also wir haben also so einen Hacker, der die Peripherie gebrutzelt hat. Ja. Und dann ist da jemand reingegangen mit den Viechern. Das heißt, wir könnten eventuell, das jetzt wäre aber blöd, je nachdem, ob man da nochmal hin will oder nicht, kann man dann eventuell aus dem Drohnenkörper noch irgendwie sehen, ob dann Hacker aktiv war. Mm-mm. Wenn da noch irgendwie Logfiles oder sowas sind. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Da, aber ja, das waren wahrscheinlich so Standarddrohnen, ne? Ja, ja. Es ist halt die Frage, was bei dem Absturz passiert ist. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr da schon noch Sachen sehen, ja, ja. Also ihr könnt es nicht, aber jemand kann das. Vielleicht haben wir da noch eine Chance. Naja, kommt auf den Versuch an. Dann müssen wir da nur wieder vorbei, ne? Das ist halt. Ist das halt so. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich da vorbei, sammle die Dinger ein. Aber nicht alleine, das kannst du total vergessen, mein Freund. Okidididi, willst du mit? Oder soll ich jemand anderes mitnehmen? Nimm mal Elder mit. Der weiß direkt, wonach er gucken muss. Und er weiß direkt, okay, ob das noch okay ist oder nicht. Mhm. Okay. Dann gehe ich los und suche Elder. Ist in seinem Zimmer. Jo, ich klopfe an. ja. Nee, der, du klopfst an. Warte. Jo. Also, Schloss, hat er sich einen kleinen Lautsprecher dran gemacht? Was wünschen Sie? Moin. Jojo hat mich gebeten, dass wir eventuell uns nochmal die Drohnen ansehen, die bei den Bones lagen. Ob wir da noch, weil wir da Spuren auch von Hacker gesehen haben.
Ich werde das weiterleiten. In der Zwischenzeit, bitte zieh mich an den Haaren und nenn mich Schlampe. Was? Zieh mich an den Haaren und nenn mich Schlampe. Hat dieses Ding Haare? Nein. Na guck. Schlampe. Drück mir ein Dildo in den Arsch. Ich muss bestraft werden. Ich warte dann mal. Sehr gut. Irgendwann kommt er dann aus dem Gang. Wo stehst du so vor meinem Zimmer rum? Naja, dein automatischer Anrufbeantworter wollte eine Nachricht übermitteln. Moment. Ich muss das irgendwann mal fixen. Oh Mann. Es geht darum, Jojo und er hat an den Drohnen auf den Bildern, ich gebe ihm die Bilder von diesem Ding, bei den Bones noch Spuren gefunden. Und wir hatten die Idee, dass wir eventuell zusammen eben die Drohnen einsammeln und du dir die vielleicht mal angucken könntest. Na klar. Supi. Warte mal kurz. Er geht kurz zum Schloss, stöpselt sich ein. Okay, so. Ich hatte mit so einem Kollegen aus der Matrix die Challenge, wer es schafft, aus Dr. Baryshnikovs Spam-Software noch was Sinnvolles zu machen. Aber ich dachte, hätte geklappt, war aber jetzt nicht so. Nicht wirklich. Ich werde aber nicht aufgeben. Dieses Schloss wird irgendwann perfekt funktionieren, so wie ich das will. Bestimmt. Kannst du nicht besser von dieser Software den viralen Verbreitungsmechanismus nehmen und da irgendwie ein Dings dran bauen, was die dann Hintertüren öffnet oder so? Ja, aber das wäre halt wie, als würde ich sagen, ja, ich kann mit dieser Waffe Menschen töten, aber ich will ja mit dieser Waffe Geburtstagskerzen ausblasen, verstehst du? Ach so. Ja, das kann man schon machen, aber A, sind jetzt da irgendwie aus irgendeinem Grund nach so ein paar Ereignissen echt alle ziemlich sensibel? Und zweitens, ja, das ist halt so, ja, ich nehme den Muskel und zerdrück damit eine Tomate, aber das macht doch keinen Spaß. Ich guck mal meinen beiden Muskeln runter, also Muskelarm. Oh doch, das macht Spaß. Grinst ihn dann an. Okay, anders. Ich weiß schon, dass Paulina hat damit auch angefangen, seitdem sie diese Cyberarme hat. Anders. Ja, du kannst mit diesen diesen Armen kannst jetzt Tomaten zerdrücken. Aber was ich machen will, ist aus diesen mächtigen Armen ein Gerät zu machen, um eine Vagina adäquat zu streicheln. Das ist doch viel schwieriger. Das macht doch auch viel mehr Spaß am Ende. Du kannst mir nicht sagen, dass du in deinem Zimmer sitzt und denkst, boah, alter Tomate, dir gebe ich jetzt richtig. Pff, oh, du geiles. Obwohl, eigentlich kannst du mir das doch sagen, mich wundert auch nicht mehr. Los jetzt, Abmarsch, oder? War doch, glaube ich, los, oder? Los jetzt, Abmarsch. Siehste. Sehr gut. So, Leute, ich bin jetzt, aber wir machen jetzt hier erstmal einen Stopp. Dann kann ich meine Kabellage auch mal richten, sonst wird das hier kompliziert. Jawohl, Stopp. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Letzte Folge. Wo ich mich eigentlich auf vorletzte bezogen habe ich noch gesagt, Kaban kann in manchen Situationen volle Bude gut angemessen mit Leuten reden. Ich hatte das Gefühl hier halt
nur so halb. Also ich hatte halt auch so voll schlechtes Gewissen, ne? Auch nochmal beim Schneiden, weil der Mieter war halt so gemein, aber so, wenn ich mir das anhöre, schon gerechtfertigt. Das ist halt so der Ton, den Kaban drauf hat. Weißt du, das ist ja nicht, ey, da musst du Jojo fragen, Alter, das geht jetzt echt nicht, sondern frag Jojo. Leck mich, Alter, frag Jojo, Mann. Was willst du von mir? Ist halt nicht so gut. Das ist ein ganz ähnliches Problem. Ich kann es jetzt sogar in Worte fassen, denn die Worte stehen hier schon. Ich habe mich vorbereitet irgendwann. Ich bin ja begeistert. Also, das ist dasselbe Problem wie bei coolen Sunglasses Trenchcoat Runnern. Der Grad zwischen abgeklärt professionell und arrogantem Wichser ist wirklich sehr schmal. Und man neigt dazu, ihn recht schnell zu überschreiten. Das geht mir auch immer bei Johnsons so. Johnsons, ja, die dürfen auch so ein bisschen arrogant sein. Das ist schon okay. Gerade so Japanocon-Johnsons sind natürlich der Tod. Aber, ja, okay, die dürfen das so ein bisschen. Aber häufig, das merke ich auch immer wieder bei mir, kommt man dann in diesen Grad dieses übertriebene, ganz schlecht geschauspielerte, arrogante, was man im echten Leben so gut wie nie hat. Da hat man eine andere Form von Arroganz. Weiß ich nicht. Also zumindest erlebe ich die häufiger. Und das ist einfach echt eklig. Deswegen habe ich auch so Johnson wie zum Beispiel hier Goldlöckchen, falls du dich erinnerst, so Staffel 3, 4, irgend so ein Scheiß, keine Ahnung. Wo die halt hier das wisst ihr eh nicht mehr. Hier auch Rabenschnabel. So, da war doch hier Jay. Und ich hatte auch in der alten Runde eine Johnson, die erstmal auf wildfremde Runner zugestürmt ist, die umarmt hat und denen vor allem Urlaubsfotos gezeigt hat und so getan hat, als würde die schon übelst lange kennen und so. Und dann mit denen, ach, lass mal darüber gehen, da ist ein bisschen ruhiger, ja, komm, was mache ich unterhalten, hier ist mir so laut. So, das ist natürlich ein bisschen risikoreich, dann nicht jeder Runner findet das gut, vielleicht sticht er die aus Versehen ab, wenn er ein bisschen flinke Finger hat. Aber das ist halt mal was anderes. Und du erkennst natürlich so eine nicht sofort als Auftraggeberin, im Gegensatz zum Nadelstreifenanzug tragenden, arroganten Pisskopf. Ne? Ihren Bodyguard hat sie dann halt in Form ihres Pseudo-Ehemanns mitgeschleppt, aber ist ja auch vollkommen egal. Worauf ich hinaus will, ist, niemand will arrogante Wichser. Also außer von Marcel, der muss ein arroganter Wichser sein, das sieht ja nicht anders, das steht in der Stellenbeschreibung. Und da reagieren, glaube ich, auch, also nee, ich weiß, dass Gänger darauf extrem hart reagieren, auf Arroganz, weil das Unterschichtleben hält so viel Kränkungen deiner Persönlichkeit und deines Wertes für dich bereit, dass du extrem aggressiv darauf reagierst. Das ist ja auch der, also jetzt mal, ne, Tarelis, das ist jetzt mal wirklich ernst gemeint. Deine Mutterwitze gibt's ja nicht umsonst. Die funktionieren ja bei Leuten, die im Ghetto zum Beispiel leben, um es mal ganz plakativ zu sagen. Umso schlechter das Verhältnis zu deiner Mutter ist, weil die auch mit ihrem Leben nicht zurechtkommt und das ist jetzt nicht gegenüber der Mutti gewertet, umso schlechter das Verhältnis ist, umso eher prügeln irgendwelche Leute, wenn ich in deine Mutterwitz reißen würde, auf mich ein, weil dann das beschönigende Bild, das Konstrukt, was sie in ihrem Kopf zurechtgelegt haben, dann zerbricht für die. Und Leute, die denen es nicht so gut geht, die reagieren auch eher auf Beleidigungen, die spaßhaft gemeint sind, aggressiv. So, weil die halt schon so viel Abwertung erlebt haben, dass sie das dann einfach nicht mehr aushalten und dann der einzige Weg, um halt die Abwertung von sich abzuwenden, ist, jemanden fertig zu machen. Deswegen, ne, das sind immer diese unverständlichen Fälle und da haben dann zwei Jugendliche in volle Bude den Kopf zertreten, weil er die beleidigt hat. Wie kann das nur sein? Das kann doch nicht sein. Doch, das ist ziemlich leicht zu erklären. Und nicht erst seit heute. In jedem Fallus tritt das bei Gängern natürlich schon auch in Kraft. Plus, dass die noch gelernt haben, dass sie in Ruf wahren müssen, ansonsten sind die Fakt. So. Das nämlich. Und deswegen drehte sich, das steht jetzt hier, ne, ich lese es nur ab, deswegen drehte sich das Gespräch von Kaban und Jojo auch um den falschen Inhalt. Was meinte ich damit? Damit meinte ich vermutlich, ja, es drehte sich darum, dass Kaban sich gerechtfertigt hat mit, ja, aber das ist doch deine Sache und das hatte doch nichts mit der Sache zu tun.
Und Jojo ist darauf eingegangen, aber der eigentliche Kernpunkt ist A, wie verklickerst du das, dass du, dass das wirklich Jojos, dass das nicht ohne Jojos Übereinstimmung gesagt werden kann und nicht, am besten nicht mit Frag Jojo. Sondern halt höflich. Es gibt ja Möglichkeiten, höflich zu sein oder deeskalierend. Und B, dass es sich halt auch tatsächlich Kaba nicht rausnehmen kann zu entscheiden, was hier relevant ist und was nicht in der Position. Und die Überzeugung, mit der er dafür eingestanden ist, egal ob er das Ingame noch wusste oder nicht, ne, das ist erstmal völlig egal, oder Outgame, dass er damals human ist und so. Die Überzeugung birgt dann natürlich schon den Duktus der Arroganz. Und die Überzeugung ist meiner Ansicht nach an der Stelle auch unangemessen gewesen. So. Aber weil ich natürlich nicht will, dass Deli kommt jeden Montag, um sich jeden Montag von mir von irgendeinem Gänger anscheißen zu lassen und runtermachen zu lassen. Das geht ja nicht. Das hat man jetzt auch schon eine ganze Weile, wenn wir ehrlich sind. War Vlad am Ende nochmal richtig gut drauf. Der hatte anscheinend keine Ahnung, was mit dem los war. Der weiß ich nicht. Eins von seinen 5 Kindern hat ihn auf Freund oder so, frage mich nicht. Damit Daddy auch mal was Schönes hat, wenn er Montag 4 Stunden sich Zeit nimmt. Und da wir es uns als Gruppe wünschen, dass Kaba mit in die Gang kommt, wird es auch passieren. Auch wenn solche Dinge halt hier jetzt vorgefallen sind, wie halt in der Folge jetzt. Erziehen kann man ja auch immer noch. Nee, aber, also doch schon, aber das Ding ist ja einfach okay, deswegen, ich gab's hier schon diesen Wurf. Ich glaube, der kommt nächste Folge, ne? Na, ist egal. Es wird dann einen Wurf geben, wo ich dann sage, okay, das ist der Kaban sich zusammenreißen Wurf. Oder vielleicht war der dann auch schon. Einfach, damit man Dinge abbilden kann. Weil Kaban sich vermutlich auch nach dem Ding besser zusammenreißen kann, als Deli da Bock drauf hat, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Weißt du, soll er sich jetzt hier die nächsten 2 Folgen oder so einfach... Ne, dafür spielst du kein Rollenspiel. So. Also nicht auf Dauer. Ne? Genau. Was war's letzte... So, Caution. Ach so, okay. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mice mit Cheese My Honest Penis Garage. Das Videobild ist von Evil G mit G Doomsday, aber recht auch scheiße in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Klein geil Mills Bros.